Hallo und willkommen zurück beim ETS 2. Eins vorweg muss ich noch sagen, die Tour von Neapel nach Palermo dann anschließend von der Road to Africa hat leider nicht geklappt. Da hatte ich leider ein paar Abstürze drin. Deswegen machen wir hier gerade mit einer neuen Tour weiter. Ja, wir stehen heute in Paris, fahren eine Tour von Paris nach Lyon. Haben die Paris Rebuilding in der Version 3.3 von Crimes mit drauf. Ansonsten ist das andere Promotsgebiet. Aber Lyon ist ja auch vor nicht allzu langer Zeit mal frisch geupdatet worden von SCS. Deswegen da vielleicht auch mal ganz interessant mal reinzuschauen. Heute unterwegs im Volvo T-Model. Mit einer neuen Lackierung aus diesem neuen Livery Pack von SCS. Also da ist auch mal ganz interessant. So, dann würde ich sagen, fahren wir mal los. Ich weiß, wir haben hier in Frankreich extrem Straßenverkehr. Man sieht es schon hier beim Rausfahren jetzt. Links rum ist anscheinend alles zu. Ich habe vielleicht ein bisschen lange gewartet hier, so dass sich der Stau hier auch entwickelt hat. Also da wird es wahrscheinlich nicht mehr losgehen. Ich probiere einfach mal hier jetzt rechts rum zu kommen. Vielleicht haben wir Glück und finden dort einen besseren Weg. Ja, hier sieht man schön nochmal das Stadion von Paris Saint-Germain. Und mal gucken, wie es hier im Verkehr aussieht. Nehmen Sie jetzt die Ausfahrt. Sie rechts ab. Ja, von außen gefällt mir hier der Renault richtig gut. Auch von der Farbgebung her finde ich das eigentlich ein schöner LKW. Allerdings, was mir halt nicht so ganz gut gefällt, ist halt das Cockpit. Ist halt ein Renault. Sorry dafür. Aber da gefällt mir der MAN oder der Mercedes New York Post schon wesentlich besser. Aber wir sind ja in Frankreich unterwegs und da fährt man halt Renault. Wahrscheinlich wären wir hier nach einer halben Stunde noch in Paris gewesen, deswegen ich nehme mir jetzt hier, fahre bis zur Kreuzung vor und dann schalte ich den Verkehr wieder ein. Ich muss nur noch mal kurz in die Konsole gehen. Und dann sollten auch gleich schon wieder Fahrzeuge hier erscheinen. Hier hatten wir gerade Notre Dame noch mal im Hintergrund. Demnächst biegen Sie rechts ab.
Sie rechts ab. Verkehr so langsam wieder auf. Biegen Sie links ab. Ja, das ist halt immer das. Jetzt ist grün. Stresssituation hier im Pariser Straßenverkehr. Aber es ist halt Großstadt und es ist mal was anderes. Gefällt mir sehr gut eigentlich. Fahrzeuge jetzt hier verschwinden, ist mir auch noch ein Rätsel. Schauen wir mal, ob sie gleich wieder auftauchen. Hinter uns, die fahren schon wieder mit rein, ne? So ein LKW, mit dem ihr die ganze Zeit die Strecken fahrt, oder wechselt ihr auch mal gerne? Das würde mich auch interessieren. Also ich möchte schon mehrere Fahrzeuge haben, die mir halt ganz gut gefallen, so zurecht gemacht von der Lackierung her, von der Innenausstattung. Und da freue ich mich auch, dass die Abwechslung da immer mal machen kann und auf einen anderen LKW zu wechseln. Ja, auch bei den Aufliegern, ich lackiere die gerne mal um mit anderen, ja, Skins, macht die mir passend,
DHL, fahre mal eine Fracht für GLS, Schenker etc. Und auch für mich ist da ein bisschen Abwechslung mit drin. Wie gesagt, heute mal in Frankreich mit dem Renault. Das passt, glaube ich, ganz gut. Auch hier haben wir die Mirror Cams. Als Mod, glaube ich, ist das drin. Mit diesem Mirror Cam for All Trucks. Ich glaube, standardmäßig hat er nicht die Mirror Cams drin. Sag mal, das Navi ist mir noch ein bisschen kleiner. Da habe ich immer halt gern große Navigationssysteme, die etwas größer sind als dieser Monitor hier vorne. Aber es geht auch. Als Weather Mod habe ich jetzt mal den Summer auch von Crimes mit am Start. Wollte mal halt wieder mal ein bisschen wechseln. Wie Daniel letzt in diesem Video sagte, wo er diesen GBX Weather Mod drauf hat. Dieser Proto Graphics Weather Mod ist wunderschön. Aber hat halt auch das Problem, dass da ein bisschen dunkel innerhalb im Cockpit das Ganze dargestellt wird. Für mich habe ich eigentlich dann gemerkt, okay, ja, da hat er mich wahrscheinlich zu sehr darauf aufmerksam gemacht, dass mich das auch getriggert hat. Deswegen habe ich jetzt mal diesen Brutal Graphics Weather Mod rausgenommen und habe hier jetzt den Crime Spreader Mod mit drin. Gedreht habe auf 50%, aber es könnte auch der Auspuff sein, weil das Motorgeräusch jetzt, wenn er rollt, doch ganz angenehm ist. Schon ein gutes Reisetempo.
Nochmal ein kleiner Hubtest. Schon Paris, sage ich mal, mit dem Mod, beziehungsweise wenn ihr die Südfrankreich-Karte dann auch drauf habt, ist da schon mehr Abwechslung mit drin. Und aber hier die Strecke jetzt hier runter nach Lyon, haben wir noch 200 Kilometer. Sie ist schön, ist ja auch ein Promotsgebiet. Also es ist nicht so stinklangweilig wie die Vanillakarte, wo Frankreich doch schon ein bisschen älter ist, dass es überarbeitet worden ist. Klar, wenn wir nachher in die Region um Lyon reinkommen, wie gesagt, da war ja, hatte ich ja anfangs das Video schon erwähnt, auch überarbeitet worden, die Stadt. Werden wir auch mit Sicherheit dann sehen. Hoffe ich doch, dass wir so weit hineinfahren. Ist das der TGV? Ich glaube ja. Frankreichs Schnellzug, der das Pendant zum ICE in Deutschland. Schwenks, Baden etc., wo man auch nicht sieht, wo man hinfährt. Das ist dann schon ein Wagnis. Schlösser hier oben an der Strecke.
Ausfahrt Richtung Lyon. Nehmen Sie die Ausfahrt auf der rechten Straßenseite. Biegen Sie rechts ab. So im Weitwinkelspiegel gesehen. Ist jetzt auch die erste Tour hier mit dem Renault. Wir wollen nicht gleich mit dem Totalschaden starten. Ist mir ein bisschen zu laut, sage ich mal. Also da müsste ich doch wirklich nochmal die Lautstärke anpassen im Menü. Gerade vom LKW-Auspuff. Ich hoffe, es stört euch nicht allzu sehr im Video. Oder beziehungsweise, dass der Sound doch so dominant ist, dass ihr mich kaum versteht. Sehen wollt oder auch noch mal den Renault gerne, dann schreibt es mal bitte in die Kommentare. Wir können ja als nächstes so eine Tour von Lyon nach Südfrankreich mit reinnehmen. Entweder da die Städte Aurillac oder wir fahren unten an der Küste, an der Côte d'Azur entlang, sprich Nizza, Marseille. Diese Region und dann vielleicht nach Spanien runter. Das wäre doch auch mal was Schönes. Also lasst es mich wissen, schreibt es in die Kommentare, gerne auch einen Daumen hoch da. Dann nur noch mal wiederholen: Discord joinen bei Daniel W. Kann man sich auch gerne mal unterhalten. Da bekommt ihr auch immer die neuesten Nachrichten und Benachrichtigungen, wann hier neue Videos rauskommen, egal ob es von Daniel oder von mir ist. So, fährst du geradeaus oder bleibst du hier stehen und machst ein Päuschen?
Ausfahrt auf der rechten Straßenseite. Nehmen Sie am Kreisverkehr die zweite Ausfahrt. Ich habe es befürchtet, dass wir gar nicht nach Lyon reinkommen, aber ich werde sehen, dass wir im nächsten Video, was wir hoffentlich auch noch fahren, dann eine Fracht haben, wo wir in Lyon Stadtmitte dann losfahren und dann auch ein bisschen von Lyon sehen, weil das, was ich von Lyon kenne, ist doch eigentlich ganz schön gemacht. Beziehungsweise bei Lidl etwas außerhalb ab. Biegen Sie links ab. Sie haben das Ziel erreicht. Bisschen zu gucken, können wir vielleicht auch noch mal einigermaßen einparken. Hier hinten stehen wir, aha. So. Ich weiß, die Profis machen das mit der Innenkamera, aber ich habe mir gedacht, lieber so und schnell als jetzt 10-mal rumgelenkt. Deswegen, ihr kennt mich ja. Bedankt mich, dass ihr mitgefahren seid heute. Lasst gerne einen Daumen nach oben da. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Euer Wendit. Bye bye.